Ja, hallihallo, hier ist wieder der Falaga, euer Falaga, zurück mit meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir sind in der schönen Stadt Novigrad und folgen Triss. Die ist auch gut zu Fuß, wie ich sehe. Und wir sind schon da, wo immer das auch ist. Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich drei Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Ich hole sie. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. Zweite Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dich gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Geh in den Keller. Oh, schön, ein Ei. Na, Ei. Abgeschlossen? Ach so, das ist jetzt, Nützliches, gewöhnlicher Gegenstand, Toussaint, ein märchenhaftes Herzogtum voller Wunder. Das würde ich nehmen und das würde ich nehmen. Ich will jetzt hier nicht seine Bude ausräumen, auf Gedeih und Verderb. Bitte wenden. Ich dachte, wir gehen durch den Keller, ist der Keller hier drüben? Abgeschlossen. Nein, das ist hier diese magische Klappe, die auf wundersame Weise nicht aufgeht. Geh in den Keller. Will aber nie. Warum will es nicht in den Keller? Brot. Nochmal. Nochmal Toussaint. Bärenfell brauchen wir jetzt auch nicht. Raues Fleisch nehmen wir. Dann gehen wir mal hier hochschauen. Hier oben wird natürlich nicht der Keller sein. Alchemistenpulver. Himmelarsch und Zwirn haben wir auch noch. Fein. Was wird aus Timerien? Schnaps und Kräuterschnaps. Sehr schön. Brauchen wir alles? Bier brauchen wir nicht. Geht ja noch höher. Ach, Trauschauwem. Ein Waffenlager. Was haben wir hier drin? Zwergenschnaps nehmen wir mit. Was? Bandalore Buttermesser. Ja, schön für Sie.
Meteoritenerz nehmen wir mit. Ha, was haben wir hier? Nichts. Abgenutzter Lederbalg. Algo-Hest, sehr wichtig. Wasserflasche, gut. Das war das Buttermesser. So. Toll. Ich breche mir auch das Genick beim Leiter runterklettern. Ein Traum. So. Ha. Kommst du, Triss? Ah, da ist sie ja. Schneckelchen. Was? Was war denn das? Mein Gott. Es zieht. Hier muss ein Ausgang sein, sonst hätte Sprit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Auf dem ersten Blick sehe ich keinen. Doch, da ist was. Aber erstmal gucken wir hier rein. Kohlebärenfell, fünfte Essenz. Schwert des Widget-Brigade. Schwert der Freehead-Brigade. Freehead. Noch mehr Holz. Ah. Benutzen. Freie Stadt Novigrad. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmuin so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Darum rotten sie die Magier aus und konfiszieren ihren Besitz. Und als nächstes sind die Anderlinge dran. Die Elfen hausen in Elendsvierteln, aber die Zwerge kontrollieren praktisch. Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht, der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tag. Ah. So, dann schauen wir mal. Plüpp. So, hier erstmal ist hier nichts. Okay, dann nehmen wir erstmal das hier mit. Silbersteiner Schwert. Wow. Nehmen wir mit. Axtkämpferhose haben wir auch gefunden. Was haben wir hier? Ah. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was ist denn das hier für eine tolle. Boah, so toll ist das gar nicht. Stahlwaffe. Ist jetzt nicht so weltbewegend. Dachte, es wäre irgendwie was Besseres, aber ich habe schon eine bessere Waffe im Moment. So, da geht's dann hoch. Da haben wir dann die Leiter. Hallo, Triss. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden?
Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Na, für dich da immer Triss. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Ja, ja, die liebe Triss hat uns im ersten Teil schön ausgenutzt. Das Luder, hätte ich beinahe gesagt. Huch. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Hi, Geralt, Hexer. Gibt's ein Problem? Er weiß, dass du eine Zauberin bist? Triss? Du hast ihm gesagt, dass du eine Zauberin bist? Natürlich. Sie suchte Arbeit. Zaubern kann sie am besten. Heißt du Triss? Ich weiß, dass es leichtsinnig war. Aber die Konkurrenz hier ist enorm. Als einfache Rattenfängerin fände ich jedenfalls keine Arbeit. Außerdem würde niemand glauben, dass eine so schöne Frau Kammerjägerin ist. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Ja, die Hälfte im Voraus, ne? Du als Kaufmann weißt, wie man Geschäfte macht. Natürlich. Ehrlicher Lohn für ehrliche Arbeit. Die Hälfte im Voraus, die Hälfte danach. Du verlangst recht viel. Ich bin ein Hexer. Ich habe genügend Leute getroffen, die vorher das eine und hinterher das andere behaupteten. Hm, also schön. Die erste Rate. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. So. Platziere Rattenfallen rund um das Lagerhaus. Lass dich von deinen Hexersinnen leiden. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Hm. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gern in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber. Und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Lass mich gefälligst jammern. Ah, haben wir was? Kot. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber... Ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Ein Meistermonster Schlechter in der größten Stadt der Welt und sucht nach Rattenscheiße. Das ist aber mal ganz wahr gesprochen. Das ist Kornspeicher. Gib Triss Bescheid, dass du deine Aufgabe erledigt hast. Triss! Bescheid! Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Nun? Dann lass uns mal reden. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf.
Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Persönlich? Gut, dass es zwischen uns keine Spannung gibt. Ich hatte Zweifel, was unser Wiedersehen betrifft. Dachte nicht, dass es angenehm werden könnte. Wir haben vor 6 Monaten alles gesagt, was es zu sagen gab. Ich will nicht wieder anfangen. Ich auch nicht. Aber es ist eins, etwas zu sagen, und etwas ganz anderes, es wirklich zu tun. Wir wollten Freunde bleiben. Hoffentlich ändert sich daran nichts. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Es geht dir gut. Es geht dir gut. Das ist gut. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Oh mein, Triss und Yen. Fliegen die Ratten. Wie schön. Sieh an, sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Sagen wir, deine Freunde waren nie hier. Jetzt zahl den Rest und wir trennen uns friedlich. Das hast du nicht zu bestimmen, Mutant. Halt dich da raus. Wir sind wegen der Hexe hier. Wir sind unzertrennlich. Ihr müsst uns wohl beide mitnehmen. Geralt. Wenn du meinst. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran. Ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Schluss jetzt! Auf ihn! Von Seiten, Seiten! Er hat ihn umgebracht! Scheißt du nicht schon ein? Ihn umgebracht. Ja, ja, hat er. Verdammt. Au. Ja, die gute Triss kann das in keinen Tag machen. Hey. Vielleicht können wir ihn irgendwie ein bisschen betäuben. Von beiden Seiten! Du bist tot und verloren! Na, 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 na! Nicht solche Sachen hier. Auf ihn! Von beiden Seiten! Oh. Er hat mich angeheuert. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Eingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Lass uns kurz die Hexerschwerter hier nehmen. Und die Kronen vor allen Dingen. So, Brandon, ja. Die fette Sau. Kuckuck. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten.
Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Tja, so bin ich. Schon gut. Ich will jetzt hier schon nicht... Schon gut. Ich helfe immer gern. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jonkher. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Schön, dich wiederzusehen. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Das werden wir natürlich tun. Allerdings findet die Träumerin in dem alten Haus. Wir schauen mal. Scheiterhaufen ist abgeschlossen. Träumen in Novigrad ist die neue Quest. Wir schauen aber trotzdem mal. Träumen in Novigrad Level 7. Was ist hier jetzt noch? Die fliegenden Fäuste. Das haben wir ja nun ein bisschen verpasst. Da müssen wir nochmal raus. Und Hanna aus den Wäldern. Ach, die elende Hanna. Na gut, wir machen erstmal die Träumerin. Jetzt kommen wir aber erstmal hier vorne. Halt! Wir safen mal ab und sprechen mit dem guten Mann. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Erstmal sollst du was mir hast zeigen, du im Angebot? Zeigen, was du zu bieten hast. Was sagen denn hier die Hexerjägermeister? Hexerjägermeister. Mann, sind die reich. Jui, sind die reich. Da müssen wir doch gleich mal schauen, ob wir noch mehr haben, was wir loswerden können. Das sind alles Dinge, die kaufen sie nicht. Das würde ich gerne noch behalten. Ja, und hier gibt es nur das reine Silber. Was wir allerdings Handwerk reparieren. Ja gut, das können wir mal schnell machen. Verbesserungen entfernen wollen wir nicht. Doch, wartet mal. Da war da was. 35 kostet das gleich, ja? Es kostet Geist 60. Ich würde hier lieber noch was reinsetzen. Zerlegen. Was haben wir denn da? Aus Holz. Wird Asche. Na, das ist so. So weit wollen wir ja nicht gleich zurückgehen. Wasseressenz. Daraus wird Monsteressenz. Pulverisiertes Monstergewebe. Da wird Geisterstaub draus. Aha. Aus einer Wasserflasche wird ein Krug. Gut, das können wir erstmal nehmen. Was wird daraus? Gedrungener Staub, Seide, durchdrungener Staub. Was haben wir? Vergilbtes Tagebuch. Da wird ein richtiges Buch draus. Versteht keiner. Eisenerz, Eisenerz. Das wollen wir behalten. Brief an Jennifer wird Jennifer. Na, was wird da? Reus Monster Essenz.
Monsterei, Monsterklaue, na, das geht dann wieder ein bisschen weiter zurück. Werwolffell, daraus machen wir Monsterhaut und Monsterhaar. Na, lassen wir mal. Gorgomagen, Monsterblut, Monsterspeichel. Na gut. Wiedersehen. Bis dann. So, lass mal schauen, wo ist denn sein Schleifstein? Keiner zu sehen. Na schön. Patsch, 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 patsch. Scheiße. Mir reicht's mit dem Leben. Hä? Wer wohnt denn hier? Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Oh. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Weshalb stehst du denn hier? Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Darf ich rein? Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Ja, hier gibt es nichts außer eine Tür. Oh Mann. Parfümtrauben. Jetzt hüpfe ich natürlich drüber. Natürlich hüpfe ich drüber. Ich bin ein Hüpfer. Zeig mal. Brot. Alchemistische Paste. Nehmen wir natürlich alles mit. Was haben wir hier? Zwergenschnaps. Sehr gut. Leere Flasche. Irgendein Staub. Und ich hüpfe wieder. Himbeersaft und Silberplatte nehmen wir auch mit. Leinen. Bärenfell. Das braucht man nicht. Meistergegenstand. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Halt. Geh weg. Tu das nicht! Lass das! Hier ist offensichtlich nichts außer der alten Küche. Etwas Draht. Noch mehr Brot. Was haben wir denn hier?
Okay, das kann nicht richtig sein. Ich glaube, da müssen wir dann erstmal noch mal runtergehen. Jetzt suchen wir erstmal die Alte. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht ver... Huch. Sah aus wie Hansi, kurz vorm Abflug. Hallo, meine Schöne. Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf. Die Puppe. Der Dachboden. Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Kummelig. Abgenutzter. Durchsuche den Dachboden. Stell das bitte hin! Das ist Blut! Nicht verschütten, bitte! Man kommt nicht in den nächsten Raum. Was haben wir denn da? Nehmen. Zeichnung eines Kinderbetts. Untersuche das Bild. Bekommen wir hin. Wo ist es denn? Ach, das ist es ja. Papier, auf das hastig ein Kinderbett gemalt wurde, anscheinend von einem Kind. Hübsch. Nimm die Puppe. Welche Puppe? Welche Puppe? Ah. Da können wir auch die Wasserflasche mausen. Lumpenpuppe. Seltsam. Eine Puppe. Auf dem Bild liegt sie in einer Wiege. Vielleicht sollte ich eine suchen. Wo ist die Wiege? Kästchen. Gewöhnlicher Gegenstand. Naja, gut. Ich würde sagen, da beende ich das mal, denn jetzt ruft gerade jemand an, verdammt nochmal. Also, hier war euer Fallager. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.